Moin, Megaraptor hier. Heute gucken wir uns mal ein Video über Prehistoric Planet an. Und zwar das Video von Faszination Wildnis. Prehistoric Planet, besser als Dominion, die beste Dinosaurier-Doku. Mittlerweile ist ja schon Season 2 rausgekommen von Prehistoric Planet. Guck mal rein. Heute das Thema Dinosaurier. Ich habe für dieses Video keine Kosten gescheut. Join us for a story you've never heard. On a scale you've never witnessed. Ja, heute reden wir über was völlig anderes. Wir reden nicht über den Dino-Blockbuster Jurassic World Dominion, die ich eher so mittel bis scheiße finde, sondern über die Dino-Doku Prehistoric Planet. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich, Kind der 90er Jahre, war Jurassic Park einer der großen Filme, die ich wirklich 100-mal bestimmt gesehen habe. Ich habe die Kassette so häufig geschaut, dass sie irgendwann, das Band irgendwann so ausgeleiert war, dass man einige Sequenzen nicht mehr angucken konnte. Und es mag vielleicht auch ein bisschen albern wirken für einige jetzt vielleicht. Ja, die meisten haben Jurassic Park sicherlich gesehen, aber tatsächlich hat mich der Film wirklich sehr inspiriert, irgendwann mal in die Wissenschaft zu gehen und sich auch mit Tieren zu beschäftigen. Leider keine Dinosaurier, noch nicht. Kann noch kommen. Vielleicht findet doch ein russischer, koreanischer Wissenschaftler noch eine Methode, den T-Rex wieder zurückzuholen. Wenn wir T-Rex zurückholen, dann aber hoffentlich ein ziemlich realgetreues Modell, also ein T-Rex mit Lippen, denn wie ihr ja wisst, die Raubsaurier hatten Lippen, was ja auch was ziemlich sicher ist und was ich auch schon auf Instagram und anderen geteilt hatte. Das könnt ihr dort, wenn ihr wollt, auch nochmal nachlesen. Aber bis dahin bleibt uns diese Doku und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, warum rede ich heute darüber? Und zwar finde ich die ganze Doku aus ökologischer Sicht total spannend und werden mal drei Beispiele aus der Doku durchgehen, was das eigentlich mit unserer Natur heute noch zu tun hat. Ja, und einige von euch haben von der Doku vielleicht noch gar nichts gehört, denn die läuft ja bei Apple TV. Wer von uns hat Apple TV? Die wenigsten leider, aber guckt euch die unbedingt an. Und das Coole an der Doku ist erst einmal, dass die Effekte einfach top-notch sind. Also so eine gute Dokumentation, komme gleich nochmal zu Dinosauriern, gab es ganz, ganz lange nicht mehr. In den 90er Jahren gab es Walking with Dinosaurs von der BBC, das kennen vielleicht auch einige von euch, war zu der Zeit halt die teuerste und aufwendigste Produktion. Walking with Dinosaurs ist mittlerweile eh um die 20 Jahre her und Prehistoric Planet ist auf jeden Fall die beste reine Dinosaurier-Dokumentation seit Walking with Dinosaurs und der Ballade von Big L, meiner Meinung nach. Außerdem hat die BBC ja noch die Ergänzungen für Vor- und Nach-Dino-Zeit mit Walking with Beasts und Walking with Monsters damals gebracht. Ja, was denkt ihr? Gibt es noch irgendeine Dinosaurier-Doku, die man da erwähnen könnte? Weil ich denke, es ist wirklich sicher die beste seit Walking with Dinosaurs und Walking with Monsters, Walking with Beasts und der Ballade von Big L. Um Dinosaurier auch darzustellen mit CGI-Effekten etc. und auch Practical Effects und hat mich als Kind sehr beeindruckt, habe ich auch da gesehen, war richtig geil und jetzt vor über 20 Jahre später oder ich glaube sogar genau 20 Jahre später kommt quasi der spirituelle Nachfolger, der wirklich so immersiv ist, dass man vergisst, dass es alles CGI ist und nicht gedreht wurde. Ich dachte mir dann schon häufiger, ja, was haben die noch so für Dinos gefunden? Was kommt da noch alles für Situationen? Und das führt mich auch dazu, die ganze Doku ist so aufgebaut wie eine BBC-Doku. Also wenn ihr Planet Earth gesehen habt, wenn ihr Seven Worlds gesehen habt,
und so weiter, dann ist es sehr, sehr eingängig. Vor allem, da wir David Attenborough als Sprecher haben, was natürlich auch nochmal richtig cool ist. Also es ist, wirkt wirklich wie eine der klassischen Dokus mit verschiedenen Kapiteln von Freshwater zu Ice Worlds und Dschungelszenarien und so weiter. Also fantastisch. Und der letzte Punkt dabei ist, den ich schon erwähnt habe, dass ich es total spannend finde, weil man natürlich von Fossilien gewisse Sachen ableiten kann. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel, aber einige Sachen natürlich nicht. Und ja, also Prehistoric Planet hat auch einige spekulative Wissenschaft oder einige Szenen, einige Situationen, wo viel spekulative Wissenschaft angewendet wurde, spekuliert wird, spekulatives Verhalten eingebaut ist in der Doku. Zum Beispiel der gute alte Carnotaurus-Tanz. Bei den Verhaltensweisen und auch was gewisse Gewebe Strukturen angeht und teilweise Muskeln und so weiter. Das kann man nicht wissen, wird man wahrscheinlich nie vollends wissen können. Wenn wir in die Vergangenheit reisen würden, 70, 80 Millionen Jahre in die Kreidezeit, ich glaube, das ist alles die Kreidezeit, soweit ich mich erinnere, dann würden uns wahrscheinlich 1000 Sachen erstmal auffallen an Dinosaurier, wo wir denken würden, ja, what the fuck, natürlich, klar, logisch, aber wie, das hätte man nicht wissen können, dass die Dinos alles riesige herausragende Zungen haben. Kommt nicht in der Doku vor. Aber die Doku nimmt sich halt einen kreativen Spielraum und fügt quasi die Dinge, die heute in der Ökologie präsent sind, dort hinein. Weil die Doku davon ausgeht oder die Meinung vertritt, ökologische Mechanismen und Prinzipien sind universell und es ist völlig egal, ob das jetzt zu unserer heutigen Zeit spielt, eine Million Jahre in der Vergangenheit oder 70 Millionen Jahre. Die Mechanismen, die wirken, sind letztlich dieselben. Und das finde ich spannend und darüber reden wir jetzt. Ja, und nochmal als Einschub, wie ist es denn heutzutage? Es gibt heutzutage auch Tiere, die sich evolutionär völlig voneinander losgelöst entwickelt haben. Da haben wir zum Beispiel in Europa den Maulwurf, europäischer Maulwurf, kennt jeder. Und in Australien den Beutelmaulwurf. Haben sich evolutionär völlig unabhängig voneinander entwickelt, haben nichts miteinander zu tun, sehen aber fast gleich aus, weil sie dieselbe, ne, Fachbegriff ökologische Nische, sie sind halt unter Tage und jagen da ihre Insekten und so weiter. Ja, Australiens Fauna generell ist ja auch so einzigartig, weil Australien isoliert ist. Und es hat sich ja damals in der Kreidezeit, glaube ich, von Antarktika und Südamerika getrennt. Die wurden ja aufgesplittet, die drei Kontinente oder die heutigen drei Kontinente eigentlich. Und Isolation kann halt zu einer einzigartigen Fauna führen, wie zum Beispiel auf Madagaskar, wo 80% der Tierarten endemisch sind. Das heißt, diese 80% trifft man nur auf Madagaskar. Und ja, das ist das Interessante an Isolation und die Auswirkungen auf die Tierwelt von Isolation. Das gleiche entwickelt haben und haben zum Beispiel beide kaum einen Sehsinn, haben diese großen Klauen als Grabwerkzeuge, haben einen sehr ähnlichen Körperbau, weil die Bedingungen, unter denen sie leben, die gleichen letztlich sind, grundsätzlich. Und davon gibt es ganz, ganz viele Beispiele auf der Welt, wo das so ist, wo man manchmal denkt, ah, okay, die Tiere sehen sich so ähnlich aus, aber eigentlich haben sie gar nichts miteinander zu tun, aber sie machen letztlich dasselbe. Sie leben unter denselben Bedingungen und ja, die Hauptmechanismen, die kennt ja auch jeder und die sind ja fast immer in jeder Doku auch präsent. Das ist dann zum Beispiel Sexualverhalten, also diese ganzen Mating-Sachen, da sind diese Tänze dabei von Paradiesvögeln in Papua-Neuguinea oder von Hirschen bei der Brunft und so weiter und so weiter. Dann haben wir natürlich das Fressen, die Nahrungssuche. Wir kennen das ja auch von diesem Voice Jagden auf Karibus und sowas oder eben auch als dritten Punkt vielleicht generell Überleben, Aufzucht der Jungen spielt dann ja auch noch eine Rolle, hängt natürlich wieder mit dem Sexualverhalten zusammen und. Aber wir sehen, das sind immer die Hauptsachen, kommen auch in jeder Doku vor und so auch hier, da gehen wir. Das ist auch eine schöne Szene, wo jetzt gerade im Hintergrund, wo die Nanoxaurier die Pachyrhinosaurier jagen im Schnee, also ist auch eine der besten Szenen aus der ersten Season. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt,
unbedingt angucken, Prehistoric Planet. Jetzt mal rein. Ja, und dann kommen wir zum ersten Beispiel und wir reden jetzt mal über den Barbaridactylus, einem Flugsaurier, wobei Flugsaurier immer so ein bisschen irreführend ist. Es ist ein fliegendes Reptil, aber diese fliegenden Reptilien sind tatsächlich evolutionär nochmal getrennt von den Dinosauriern. Wir haben relativ viele von denen, die also... Ja, das hatte ich auch letztens schon erwähnt, dass viele Leute die Dinosaurier, die Meeressaurier und die Flugsaurier in einen Topf zusammenwerfen. Man kann sie nun unter die Kategorie Saurier einordnen, weil Saurier steht für Echsen. Und aber sonst sind das drei verschiedene Gruppen eigentlich. Also Pterosaurier in verschiedenster Form. Und hier haben wir einen mit einem wirklich enormen, auf Englisch sagen die immer Headcrest, also ne, so eine Art geweihartige Struktur. Und bei dem sind die wirklich, ich glaube, 3-4 Meter lang. Und man fragt sich wirklich, wieso hat so ein Tier so eine abnorm lange Verknöcherung quasi am Kopf. Das eignet sich jetzt nicht unbedingt zum Fliegen, da muss man jetzt wenig aerodynamische Kenntnisse haben. Und dann ist natürlich schon die naheliegende Vermutung, weil wir haben ja heutzutage relativ viele Tiere, die solche Geweihe oder hornartigen Strukturen haben, dass es irgendwas mit dem Sexualverhalten zu tun hat. Und heutzutage ist es ja natürlich so, ganz klassisch, der Hirsch mit dem großen Geweih dominiert quasi das Balzverhalten, ist das dominierende Tier. Und auch das wird hier so dargestellt. So weit, so gut. Also das ist tatsächlich, finde ich, ziemlich naheliegend. Also das würde mich jetzt gar nicht so überraschen, diese Vermutung anzustellen. Was ich jetzt hier besonders spannend finde, ist, dass die noch einen Schritt weiter gehen. Denn wir haben nicht nur das dominierende Männchen mit diesem großen Headcrest, sondern wir haben auch andere Männchen, die anscheinend auch durch Fossilien belegt sind, die adult sind, erwachsen sind und diesen Headcrest nicht haben. Warum ist das so? Das ist jetzt die interessante Vermutung oder die interessante Sache. Und da geht die Dokumentation in die Richtung, dass wir aus dem Sexualverhalten heute das Phänomen der Sneaky Fucker kennen. Wissenschaftlicher Begriff. Guckt es nach. Die heißen wirklich so. Und Sneaky Fucker, also heimliche Ficker, muss man sagen. Sorry für den Kraftausdruck. Ist leider so. Ist alles wissenschaftlich. Ja, solange es alles wissenschaftlich ist. Ja, es ist einer der eindrucksvollsten Begriffe, den ich bis jetzt gehört habe aus der Wissenschaft. Ist auch gut. Werde ich mir merken. Da, ist es halt so, die tun quasi so, als wären sie Weibchen. Für die dominierenden Männchen sehen die halt nicht, die nehmen sie nicht als Bedrohung wahr. Das haben wir bei verschiedenen Hirschen, wir haben das bei einigen Vögeln und auch bei einigen anderen Reptilien. Deswegen, ne, ist es gar nicht mal so extrem abwegig, dass es so etwas bei Dinosauriern vielleicht auch gab. Und die verstecken sich quasi unter den Weibchen, die großen dominierenden Männchen bilden quasi ein Harem, verpaaren sich also mit verschiedenen Weibchen und diese kleinen Sneaky Fucker, die, naja, gucken sich halt so ein Weibchen raus und kommen so quasi dazu, ihre Gene weiterzugeben, wenn die Weibchen da mitmachen. In der Doku ist es so. Und im Tierreich auch übrigens. Und das zweite Beispiel, auch ganz spannend, beschäftigt sich mit den T-Rex und Carnotaurosauriern. Und auch da geht es dann wieder um das Sexualverhalten und die meisten von euch kennen das. Die T-Rexe, einen der krassesten Tiere, die je existiert haben, mit einem unglaublich starken Biss, einem wahrscheinlich dem stärksten möglichen Biss, der je im Tierreich existiert hat, also den krassesten Kiefer. Ja, T-Rex hatte auf jeden Fall den stärksten Biss aller Landtiere aller Zeiten, aber nur die Landtiere. Denn Vorfahren der heutigen Krokodile wie Deinosuchus hatten noch einen stärkeren Biss, aber Deinosuchus war ein hauptsächlich im Wasser lebendes Tier und Megalodon auch, aber Megalodon war ein Hai, also T-Rex damit das Tier mit dem stärksten Biss aller Landraubtiere. Die haben ja ganz kleine Ärmchen.
Und das sieht natürlich immer total lächerlich aus und man fragt sich ja, warum hat so ein abnorm mächtiges, großes Tier noch diese kleinen Arme? Wozu? Es ist tatsächlich so, dass die Raubsaurier, die evolutionär vor ihnen standen, also im Jura zum Beispiel, hatten meistens deutlich größere Arme und die sind dann Stück für Stück für Stück immer weiter geschrumpft bis so in die Kreidezeit, also vor 70, 80 Millionen Jahren. Die Carnotaurosaurier oder die T-Rex, also die Tyrannosaurier und ähnliche, noch ganz kleine Arme hatten, die sie wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich effizient nutzen konnten, um Beute festzuhalten. Dafür haben sie... Ja, vor allem in Nordamerika, wo die Tyrannosaurier dann in der Oberkreide die vorherrschende Raubtiergruppe war, ja, hatten sie alle verhältnismäßig kleine Ärmchen, die Tyrannosaurier, und auch die Carnotaurini, das ist eine Untergruppe in den Abelisauriden. Die Abelisauriden sind eine Untergruppe der Ceratosaurier, wie ihr ja wisst, hatten grundsätzlich alle kurze Arme. Aber es gab auch viele andere Raubsauriergruppen mit längeren Ärmen, so wie die Caecharodontosaurier oder die Megaraptoren in Argentinien, die Raptoren, die Spinosaurier oder sämtliche Maniraptora wie die Therizinosaurier oder die Alvarezsaurier. Die hatten dann alle im Verhältnis zur Körpergröße im Vergleich zu den Tyrannosauriern oder Abelisauriern längere Arme. Das heißt, dass, könnte man sagen, die Ärmchen bzw. die Arme gab es von kurz bis lang über die Kreidezeit. Auch in der Oberkreide. Die dann wirklich diesen großen Schädel letztlich gehabt und das große Gebiss und haben damit die Beute getötet und eben auch gegriffen. Und wozu waren dann die kleinen Ärmchen noch da? Waren sie jetzt einfach nur noch ein evolutionäres Überbleibsel oder was war mit dem? Und letztlich hat man wohl auch festgestellt, das wird auch in den Ablegern von dieser Doku, es gibt ja noch diese kleinen wissenschaftlichen Berichte auch durchgegangen, dass diese Arme auch sehr gut durchblutet waren und offensichtlich da auch Muskelgewebe vorhanden waren. Wozu? Also wozu so viel Energie quasi in den Körper zu setzen? Ist es dann wirklich einfach eine evolutionäre Sackgasse und ergibt einfach keinen Sinn? Oder ist es so, dass sie wirklich einen Zweck hatten? Und die Doku geht hier eben davon aus, sie hatten einen Zweck. Und vor allem bei den Carnotaurosauriern haben sie eben diese Szene gemacht, die auch recht kontrovers ist und die sicherlich auch nicht jedem gefällt, wenn man halt von diesen Dinosauriern redet, den schrecklichen Echsen, die einem ja auch so viel Angst machen sollen, dass sie das auch für so ein Mating-Display, also auch im Sexualtanz quasi benutzt haben und dann eine Art optische Täuschung quasi damit durchführen, die Männchen, um den Weibchen zu imponieren. Das kennen wir eben vor allem von den Paradiesvögeln in Papua-Neuguinea, wo wir in Ja, aber der Carnotaurus-Tanz ist schon nett zum Anzusehen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der ist grenzgenial, was sie sich da überlegt haben, weil das ist, glaube ich, die bekannteste und vor allem die Szene, die sich am meisten Leute auch gemerkt haben, weil sie so einzigartig ist. Also was denkt ihr zu dem Carnotaurus-Tanz? Gefällt er euch? Findet ihr ihn realistisch, unrealistisch? Ich kann nur sagen, ich hab ihn ganz amüsant gefunden und eine nette Spekulation. Jeder BBC-Doku plötzlich wieder einen neuen Tanz haben, den man noch nie gesehen hat. Und einer ist spektakulärer als der andere, also völlig abgefahren. Und das überträgt man da wenigstens in so einer Light-Stufe. Und die sehen wir dann hier. Und ja, recht kontrovers bei den T-Rex. Haben sie die Arme gar nicht so sehr eingesetzt, sondern haben dann eher auf den Hals gesetzt, dass es dort nochmal eine Verfärbung gibt. Ja, fand ich dann nicht ganz so spektakulär, aber ich würde es mal mit reinzählen für Raubsaurier, Mating Display. Naja, kann man drüber streiten, aber eine interessante Idee. Könnte sein, man wird es wahrscheinlich nie wissen. Und als letzte Szene nochmal der Velociraptor, den natürlich jeder aus Jurassic Park auch kennt. In Jurassic Park sah er übrigens im ersten Film noch sehr, sehr kahl aus. Und es gibt ja am Anfang von Jurassic Park 1 die Szene auf der archäologischen Site mit Dr. Grant und einem kleinen Kind, wo das Kind noch spöttisch sagt, ja, der sahen Dinosaurier tatsächlich einfach aus wie große Truthähne, weil da gab es ja schon die Erkenntnis, ja, die waren wohl relativ eng schon mit den Vögeln verbannt. Und die Vögel sind quasi die weiterentwickelte Form von Dinosauriern.
Und ja, letztlich kann man jetzt sagen, nach dieser Doku, also so wie es dargestellt ist, ist ein ziemlich großer Truthahn. Das mag für einige dann natürlich auch so ein bisschen, ja, zieht natürlich an dem Image von der teuflischen, tödlichen Bestie, aber letztlich spielt es mehr dazu rein, dass Saurier einfach Tiere waren. Und darum geht es hier jetzt natürlich. Und es ja, eben Prehistoric Planet hat uns mal wieder gezeigt, dass Dinosaurier eben auch nur Tiere sind und keine Killermaschinen, wie sie in Jurassic Park oder Jurassic World oft dargestellt werden. Es gibt tatsächlich eine ganze Gruppe von Dinosauriern, die durchgängig befedert waren. Viele andere Dinosaurier waren letztlich wahrscheinlich auch teils wenigstens befedert. Und das ist natürlich vor allem in der Kreidezeit, also in der letzten Zeit der Dinosaurier, natürlich die präsenteste dafür. Und wenn wir uns zum Beispiel den Cassowary, den Kasua angucken in Australien und den zum Beispiel mit einigen Dinosauriern vergleichen, wie sie in der Doku auch dargestellt wurden, die sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Also das ist schon erschreckend, wie ähnlich, und springt natürlich so ein bisschen diese, ja, das, die Forschung von Dinosauriern, wie man sie bisher hatte. Aber man muss natürlich auch sagen, die hat sich in den letzten 200 Jahren eh konstant verändert und die wird sich sicherlich in den nächsten 100 Jahren immer noch verändern. Velociraptor. Wir sehen jetzt die Szene, wie der Velociraptor an einer Brutstätte von Flugsauriern diese quasi jagt. Er benutzt das Federkleid zum einen dazu, bei den Schwungfedern und bei den Armfedern, um sein Gleichgewicht besser zu finden. Zum anderen benutzt er die, sehr eindrücklich jetzt, um den Aufprall bei Stürzen oder eben auch bei Kämpfen, also quasi den Impact, den Schaden an sich zu verringern. Und das hat mich sehr, sehr stark an eine Szene erinnert von Schneeleoparden bei einer BBC-Doku, wo die Schneeleoparden, ich weiß gar nicht mehr, Steinböcke oder ähnliche, ziegenähnliche Tiere im Gebirge, also auch sucht den Tod ihrer Beute erreichen und irgendwie überleben. Katzen. Und ja, aber das ist schon eine der wildesten Szenen und das macht einen Velociraptor eigentlich, glaube ich, noch viel gefährlicher, wenn der da so eine Absturzsicherung hat in Form von seinen Federn. Ich bin mir sicher, dass es davon inspiriert ist. Und ja, einfach natürlich nochmal sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und natürlich der Gesamteindruck auch, ne? Das ist für viele sicherlich so einer der prägendsten Eindrücke von dieser Dokumentation sind befiederte Dinosaurier. Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Gibt es sogar bei Jurassic World Dominion jetzt auch vermehrt, wobei das nach allem, was ich bisher gehört habe, ich bin ja kein Paläontologe, aber habe von anderen gehört, dass es, ja, mag jetzt auch nicht so überraschen, sicherlich nicht die wissenschaftsgetreueste Darstellung ist. Und da kommt Prehistoric Planet schon deutlich, deutlich näher ran. Ja, und ich könnte noch ganz viele andere Beispiele bringen. Dafür vielleicht nochmal ein anderes Video. Wir könnten auch über den Quetzalcoatlus sprechen, den größten Flugsaurier, der bisher gefunden wurde, der teilweise auch eher am Boden gejagt hat. Und diese sehr eindrückliche Szene, wie er sein Nest verteidigt und es dann von anderen geplündert wird, auch etwas, was wir bei Vögeln heutzutage relativ häufig auch mal sehen. Das kennen ja auch viele, die jetzt diese ganzen Nest Kameras aufgestellt haben, und wir haben noch andere Beispiele, wo wir dann die Hunting, also die Jagdszene sehen im Schnee, was natürlich, ja, das ist schon ein wunderschönes Modell von Nanoxaurus hier. Stellt ihn schon wirklich wie einen arktischen T-Rex dar. Für mich ist es eine der besten Szenen in Prehistoric Planet Season 1. Was ist eine Szene, die euch in Erinnerung geblieben ist? Das könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich sehe an Wölfe erinnert und Moschusochsen zum Beispiel. Also die, das sind keine Triceratops, aber Verwandte, die quasi ein ähnliches Verhalten anwenden wie eben Moschusochsen. Jeder, der jetzt auch diese Nestkameras mal verfolgt hat, die es ja überall auf YouTube gibt, da sehen wir quasi das Gleiche. Und auch die ganze Brutkolonie von Flugsäuren, die Dynamik da erinnert natürlich sehr an die von Pinguinen und dem Verhalten mit Raubmöwen, dass es dann eben
ne, welche gibt, die diese Kolonien überfallen und dann einzelne Jungtiere auch fressen. Oder die Jungtiere, die alleine von den Flugsäuren, die alleine starten und dann von anderen verfolgt werden. Oder die Baby-T-Rexe, die am Strand dann kleine Schildkröten jagen. Ganz kurz, das waren, glaube ich, keine T-Rex-Jung, sondern Masiakasaurus-Jung, denn ich könnte mich nicht erinnern, dass T-Rex neben dem Teufelsfrosch namens Beelzebufo gelebt hat. Aber wir haben mal wieder ein Beispiel, wie Beelzebufo ein Dinosaurier-Baby frisst, wie damals in Dinosaur Revolution, wo es, glaube ich, Majungasaurus-Jung waren, was auch eine unschöne Szene war, ehrlich gesagt. Aber der Beelzebufo ist, glaube ich, von dem Sauropoden danach direkt zertrampelt worden. Also von dem her hat sich das gleich wieder gerecht. He won't need to feed again for a month. Ja, und das war's für dieses Video. Man sieht, das Leben findet einen Weg und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Finde ich gut, dass er das jetzt mit dem Zitat von Jeff Goldblum, Life finds a way, beendet hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das ins Deutsche so übersetzt hatten mit Das Leben findet einen Weg, ob es das in der deutschen Übersetzung von Jurassic Park auch so gab. Ja, Video hat mir sehr gefallen, hat auf jeden Fall ein paar Einblicke gegeben in Prehistoric Planet, die man vorher nicht hatte, wo sich auch viele Leute gefragt haben, wie Prehistoric Planet auf dieses und jenes Verhalten kommt, sind bei mir jetzt auf jeden Fall ein paar Fragezeichen ausgelöscht worden. Mir hat das Video sehr gefallen. Video von Faszination Wildnis, also Originalvideo, findet ihr in der Videobeschreibung und auch seine Socials, YouTube und Instagram, könnt ihr da gerne abchecken. Und damit war's das für heute. Bis bald, euer Megaraptor. Ciao.